Hallo zusammen, heute gibt es wieder Nachrichten von unserem Ladeadapter, von diesem netten Teil hier, zusammen mit den Anbauteilen. Der Entwickler und Druckchef ist da, der Mick, und hat mir zwei Muster mitgebracht. Das ist eins davon und jetzt dürft ihr mal raten, wozu diese beiden Knubbel hier sind. Das seht ihr jetzt dann gleich. Vorher bohren wir jetzt mal dieses Teil auf mit 2,5 mm. Das ist mal das Erste, was wir machen. So, hier nehmen wir einfach nur die Löcher, wenig Drehzahl, und bohren hier einmal alle Löcher mit 2,5 auf. Weil so auf Zehntel genau drucken ist halt extrem schwierig. So, diese Pfropfendinger haben einen Grund. Wir müssen ja jetzt hier auch reinbohren, um die Schrauben reinzukriegen. Und das würde ja hier hin und her wackeln. Also nimmt man diese Zentrierhülsen, steckt die hier oben rein. Na, zack. Und dann das gleiche da drüben nochmal. Er hat sie übrigens hohl gemacht, damit sie über die Stecker drüber passen. So, und jetzt sitzt der Stecker hier völlig verdrehsicher drauf. Und jetzt können wir hergehen und können hier in den Grundkörper vom Adapter reinbohren. Der ist voll. Ist kein Hohl, kein Hohlmaterial. Und jetzt testen wir gleich mal eine Schraube. Ich habe hier Schrauben geholt, beim Schraubenhandel so kleine Spezial-Irgendwas-Teile. Jetzt geht sie oben schön durch. Ne, die rutscht rein. Die rutscht rein jetzt. Die ist zu weit aufgebohrt. Okay, die ist zu dünn. Aber jetzt haben wir ein Thema. Mit dem 2 mm Bohrer. Mit dem 2 mm Bohrer wird uns das Ganze zu streng vermutlich. Mit dem 2,5er. Ich habe nämlich versucht, diese Kreuzschlitzschraubenköpfe reinzudrehen auf dieses 2 mm Loch, und das war echt schwierig. Jetzt mache ich mal eins, ich bohre jetzt interessehalber einfach das andere Loch nochmal mit 2 mm und schaue, was dann passiert. Problem ist das auch keins, weil da steckt man unten einen Kunststoffspan rein und dann hält das Ganze. Aber jetzt probieren wir es mal beim nächsten Loch mit 2 mm. Könnte. Schauen wir, wie tief wir sind. Ja, reicht. So, jetzt haben wir es mit 2 mm versucht. Ja, da merkt man jetzt auch, da ist oben jetzt immer noch. Und das probieren wir mal, ob wir das da reinbringen. Ja. Mit ein bisschen Druck geht's rein. Also ich bin mir sicher, da brauchen wir uns über Kleber oder Ähnliches keine Gedanken machen. Das Ding bringst du nie mehr raus. So, und dann können wir jetzt im Prinzip auch, ich mache jetzt die andere Schraube noch und dann können wir die Teile, ich nehme jetzt einfach mal raus, damit ihr seht. So, wunderbar. Also die hält jetzt schon, die obere hier, werde ich mal schauen, dass ich unten nochmal hier so ein Kunststoffflusel hier mit rein tue, dann hält das auch. Und den bohre ich jetzt auch auf 2 mm auf. Da machen wir jetzt hier mal zur Sicherheit nochmal den Stöpsel rein, damit nichts verrutscht. Jetzt reicht es auf jeden Fall. Und dann schrauben wir da die nächste Schraube rein. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass das jemals wieder rausgeht. Müssten wir schauen, dass man so kleine Schrauben kriegt mit einer Torx. Hopp. So, fertig ist er. Unser Adapterstück. Geil.
Absolut geil. Der Mick hat den Außen jetzt auch noch mal einen halben Millimeter oder dreiviertel Meter schmaler gemacht, dass der jetzt hier völlig glatt geht. Ich hatte eigentlich vor, hier noch jetzt ein Klebeband zur Sicherung rumzumachen. Aber nachdem ich jetzt sehe, wie diese Schrauben halten, sorry, also das geht nur durch blanken Vandalismus noch abzureißen. Alles andere ist hoffnungslos. Das war's. Danke, Mick. Bis zum nächsten Mal. Ciao.